Ey, wisst ihr was? Ich habe gerade eben schon 20 Minuten lang aufgenommen, habe dann erst gemerkt, oh, die Videoaufnahme hätte ich vielleicht auch starten sollen. Schön verkackt, würde ich sagen. Ich war mitten dabei zu erzählen, was ich alles Tolles vorhab und was ich Tolles alles gemacht habe. Und die Auswertung der Höhlentour, die haben wir auch schon hinter mir gebracht. Ein toller Deutsch, kauf dir mal einen Tüten davon. Man sieht es vielleicht ein bisschen was gebrannt, habe ich schon, ein bisschen was abgebaut, habe ich schon. Ich mache hier mal eben ganz kurz fertig. Ja, das ist toll. Ich erzähle das jetzt alles nicht nochmal, da komme ich mir ein bisschen doof bei vor. Ich kann nur ganz kurz mal zeigen. Ich habe eine Katze gefunden. Die kann man einstecken und mitnehmen, die Katzen. Ja, wenn man dann. Yeah, Inventory Management 2.0, super. Oh, jetzt ist es eine graue Katze. Also man kann die einstecken und wieder setzen und die war das. Und dann hat man sie, wenn man sie einsteckt, hat man sie im Inventar und kann sie mit sich rumtragen. Hey, yeah! Cool! Inventory Management 2.0. Läuft, Digga. Läuft. Ja. ja, also hier Kupfer habe ich schon gebrannt. Brenne ich noch das Eisen und was ich auch gemacht habe. Ich habe hier, nein, hier eine Kiste angelegt für Bergbauzeug. Hier habe ich Obsidian drin, hier habe ich Eis drin. Viel mehr habe ich auch nicht gemacht. Hier quakt schon wieder irgendwo eine Katze. Wollen wir nochmal eine Katze einstecken oder was? Nein, komm, ist egal. Schön. Jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept. Also, ich glaube, ich sollte nicht aufnehmen und sprechen gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. So, leck mich am Arsch. So, habe ich alles ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Guck mal hier, oh, ich wollte dich nicht hauen, tut mir leid. Ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ist aber auch ein. Ja, leck mich am Arsch. Ich sag das jetzt nicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Verwirrt. Nein. 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 Okay, also die füllen nicht auf. Also ich brauche Brot oder was? Kann ich Kürbis fressen? Ah ne, Kürbis muss ich erst wieder zu Dings machen. Das füllt auch nicht auf da oben, die Leiste ist doch. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte wegen Konzept und so. Also irgendwie ist diese Aufnahme heute echt vermurkst, habe ich das Gefühl. Das ist doch alles doof. Erstmal ein paar Blaubeeren ernten. Hallo Ina. So. Zack, 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 zack. Hier auch noch die zweite Hälfte von dem Feld. So. Die kann man auch essen, aber die füllen auch nicht wieder auf da oben. Da ist doch alles für einen Rotz hier. Da ist doch alles. Weißt du, jetzt habe ich hier Feld voller Fressen und ich sterbe gleich. Ne? Kätzchen kann man auch nicht essen. Und Inventar voller Fressen und ich esse es nicht. So, Mahlzeit. Also, hier wächst schon wieder. Hier wächst auch wieder, da wächst auch wieder, da auch, da auch. Ah, habe ich erzählt, das waren übrigens Gurken hier. Nee. Das waren Gurken hier. Hier. Da kann man Gurken ernten. Habe ich jetzt, glaube ich, keine mehr dabei. Nee. Aber die kann man auch essen, ohne dass es was bringt. Ah, hier die Baumwolle nochmal ein bisschen holen. Da gibt es ein bisschen Faden für. Und auch ein bisschen Baumwollsamen. Und dann pflanze ich die wieder ein. Und dann sollte es das erledigt sein. Dann habe ich noch erzählt, dass ich gleich einkaufen fahre, dass es wahrscheinlich gleich anfängt zu regnen draußen, wenn ich so rausgucke, aber das ist alles nicht mehr so spannend wie beim ersten Mal erzählen. So, läuft denn überhaupt alles? Ja, Ausgabe läuft mit 12 FPS, das ist großartig. Wow, Performance 2.0, yeah! Und, das konnten sie. So. Ja. Ne? Läuft alles und ist ganz toll und ich wollte die Folge nicht so lang machen und überhaupt und bla. Ja, gibt solche und solche, ne? Und die Extra-Folge, die ist ja dann, glaube ich, dafür Entschädigung genug, dass es heute irgendwie scheiße läuft. So, hier auch nochmal schön. Und dann passt das soweit. Na, viel mehr mache ich dann auch nicht.
sind jetzt 5 Minuten. Ich What? Digga. Oh, oh, oh. Da wollte es aber einer wissen. Sind jetzt 5 Minuten, die jetzt irgendwie die Aufnahme laufen, jetzt 6 Minuten gleich. Ich denk mal fast, ich komme unter 10 Minuten oder ich komme über 20 Minuten. Je nachdem halt, ne? Aber erstmal mache ich hier das Feld jetzt zu Ende. So. Wollen wir gleich hier wieder ein bisschen Weizen neu anpflanzen. Ja, ist ein bisschen schade, dass man die anderen Pflanzen zwar essen kann, aber dass sie die Hungerleiste von dem Survival-Mod nicht wieder aufladen. Aber das kann man doch bestimmt irgendwie auch konfigurieren, oder? Irgendeiner weiß das doch garantiert, dass es geht. Na, Pussy, komm mal her. So. Oh, die kann man stecken. Oh, die armen Katzen. Stecken die jetzt übereinander oder ineinander? Nein. Nein. So, 3 Katzen. Ja, 3 Katzen. Hat halt ein bisschen gedauert. Na. So. Ja. Okay. Ich denke mal, wir brauchen mehr Öfen. So. Also, der Ofen kommt in den Keller und jetzt sind wir nämlich wieder da unten. Hier ist natürlich nichts weiter gemacht worden. Hier geht's wieder hoch. Und ich denke mal, wir setzen den Brennraum hier daneben. Nee. Hierhin setzen wir den Brennraum. So. Hier alles umsonst gewesen, das ist aber egal. Der soll auch nicht so riesig werden, dieser Brennraum. Also der ist wirklich nur, ich hätte mir ein bisschen Kobbel holen sollen. Für den Boden brauchen wir ein bisschen Cobblestone. So. Nee. Ein weiter hier. Gut, dann. Es wird auch nicht so ein Raum, das wird eher so ein bisschen so eine Nische zum Brennen. Oh, hätte Nische gesagt, der macht voll Kronk nach. Hm. Ja. so, also, hier muss auch noch weg. Ach, da brauche ich dann noch wieder. Ah nee, da kommen die Öfen rein. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, kurz mal grob überschlagen. Da, 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 da. Gucken wir gleich. Gut, dann setzen wir hier mal ein paar. Ist mein Inventar schon wieder voll? Da und da. Da und 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 hier und hier auch nochmal. Und es reicht natürlich nicht. So. Hier und hier und hier, hier und hier und hier. Hier und hier. Ups. Das war's. Ja, es fehlen 2 Öfen, aber das sollte kein Problem sein. Zack, 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 zack. Ja, leck mich. So. Nehme ich hier noch mit rein. Hier. Und an die Decke, da kommt ein Licht. So. Und hier noch ein bisschen ordentlich machen, hier oben drüber. Jetzt brauche ich doch wieder diese Steine, ne? Die hier oben dann reingehören. Gut, aber das sollte nicht das Problem sein. Jedenfalls kann man hier jetzt vernünftig auch Sachen brennen, irgendwie mit ein paar mehr Sachen auf einmal und nicht immer nur ein zur Zeit. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Ihr merkt wahrscheinlich, ich habe nicht so ganz groß super viel Bock, irgendwie heute aufzunehmen. Aber, ja, es sollte reichen. Ich laufe nochmal kurz nach oben. Na gut, abgesehen davon habe ich ja nun schon irgendwie 15 Minuten vorher schon aufgenommen und dann halt erst gemerkt, ja, scheiße, ist kaputt. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn ich dann heute mal ein bisschen kürzer mache. Ich tausche hier nur kurz das Brennmaterial auf. Gold rein. Hm, das schöne Gold hier. Das schöne, tolle, wundervolle Gold. Ja. Hm. So, ein paar Muschis gefangen. Wortspiel. Ich lach mich kaputt. Nein. Und ein bisschen geerntet und ein paar Blaubeeren gesammelt, Halloina. Und
paar Kaffeebohnen dazu und ich glaube, das ist ganz okay. Und hier mache ich dann mir noch ein paar Mesekristalle draus. Ich glaube, ich sollte die Mod vielleicht doch ein bisschen anpassen. Es ist doch sehr, sehr viel, was da rauskommt. Ne? Aber man sieht so ein bisschen die Textur. Es scheint wieder, wenn ich das hier mal über was drüber halte, es scheint wieder in Ordnung zu sein, warum auch immer das irgendwie neulich mal so im Arsch war. So. Das kommt, ne, das ist für Bergbau wahrscheinlich dann. Ich mache ein bisschen Ordnung im Inventar zur nächsten Woche und sag, ja. Vertrocknet. Okay. Moment, das haben wir gleich. Wieso spawne ich eigentlich hier hinten neuerdings? Zack. Also, ich sag euch auf jeden Fall eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns dann aber tatsächlich jetzt erst nächste Woche am Wochenende wieder. Ich mache jetzt keine extra Folge nochmal für irgendwas, aber ich denke mal, ich werde nachher noch ein bisschen weiterbauen, ein bisschen was rumprobieren und alles weitere gibt's dann am nächsten Mindtest-Samstag oder so. Ich finde immer nicht so richtig die Abschlussworte, das ist ein bisschen doof, aber so ist das halt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bis nächste Woche. Tschö.